werde ich euch ein bisschen was zu den ersten kurz erklären. Das Prinzip, das ich jetzt verfolgen werde, ich weiß ungefähr, wie ich mir meine Blätter, mein Blätterdach, meine Baumkrone vorstelle. Ungefähr so in dem Stil. Und jetzt kann ich mir ausmalen, an welchen Bereichen ich meine Äste brauche. Da haben wir zum Beispiel den Ast ganz links. Den habe ich auch schon so angesetzt, dass er jetzt gerade nach oben wächst. Das heißt, der wird an der Stelle nach oben wachsen und der wird die oberste Baumkrone mit Ästen, sage ich mal, bedienen, dass die Blätter da auch uns nicht verschwinden, sondern da bleiben. Der Ast hier rechts, der wächst seitlich raus und bildet so rechts seitlich so eine kleine Ausbeulung, wo der Baum ein bisschen buschiger wirkt. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir hier oben noch einen Bereich, der ist relativ blätterarm und dafür ist der Ast hinten zuständig. Der kommt hoch und wird sich hier leicht zur Seite neigen und dann oben, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, der wird sich hier leicht zur Seite neigen und dann oben das Loch quasi mit Blättern ausfüllen, dass wir eine ganz schöne, gleichmäßige Baumkrone haben. Das machen wir jetzt auch. Wir machen uns jetzt direkt an die Äste und ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt in dem Video wird, weil das ist recht spontan. Ich lege einfach mal los und vielleicht begleitet ihr mich den ganzen Weg oder nur ein Stück. Wir werden es sehen. Ich mache es auf alle Fälle so, dass es für euch ohne Probleme nachvollziehbar ist, wie es weitergeht und was ihr zu tun haben müsst. Genau, hier habe ich mir überlegt, da können wir gleich, genau, den können wir jetzt in dem Fall löschen. Hier geht es gleich mit dem Ast los. Gehen wir ein bisschen seitlich raus, der soll ja eher seitlich rauskommen. Und dann vielleicht Treppe, genau, dann machen wir hier mal den ganzen auf. Seht schon, das ist so ein bisschen jetzt gefrickelt, gefummelt, da muss man für sich selber rausfinden, was man gut findet und was nicht so gut. Ich mache das jetzt zum Beispiel so, halt so und den hier hin. Ihr habt auf alle Fälle, ich habe euch das Prinzip erklärt, nachdem ich jetzt Äste platziere. Das heißt, ihr könnt auch einfach euch selber trauen und loslegen, weil es ist, für mich ist es wahnsinnig schwierig, das zu erklären und zu bauen. Gleichzeitig ist es, habe ich mich vor eine Herausforderung gesetzt. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren dann mal mitteilen, ob das erfolgreich war, was ich hier gemacht habe, oder nicht so erfolgreich. So, ich überlege wieder, will ich ja wieder meinen Buschen haben. Das heißt, ich muss hier nach vorne kommen. Hier ein Stück raus. Zack, ich schließe hier mal den Treppen ab. Das ist total unnötig eigentlich. Schaut aber jetzt für das Video besser aus, wenn die Äste einen Abschluss haben. Für die Baumkrone später und für die Blätter ist es total unwichtig. Wir gehen ein bisschen hier hoch. Oder gehen wir vielleicht gleich, sollen wir hier rauskommen oder gehen wir hier hoch? Ich glaube, wir gehen direkt hier hoch. Wir müssen ein bisschen hochgehen hier, damit wir auch die oberen Blätter dann mit Holz versorgen. Und dann wollte ich seitlich hier noch rausgehen. Gehen wir gleich hier unten raus. Gehen wir vielleicht so ein bisschen hübscher. Da geht da so ein bisschen hoch. Zup. 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 Abschluss. Genau, das könnte reichen. Wenn es nicht reicht, dann brauchen wir hier noch einen. Den wollen wir nicht so. Dass man hier dann noch mehr Grünzeug machen kann. Ist auch ganz wichtig, dass wenn wir später die Blätter bauen, dann traut euch ruhig, die Äste auch nochmal zu verändern, wenn ihr merkt, so wie ich das gemacht habe, klappt nicht ganz, dann traut euch das. Macht das ruhig. So, jetzt gehen wir hier erstmal stupide nach oben. Da dürfen wir natürlich auch das Haus anpassen. Die Idee ist ja, dass der Baum zuerst da war und das Haus danach. Das heißt, das Haus wurde an den Baum rangezimmert und da kann der Baum schon mal hier am Haus entlang wachsen. Das ist auch so bei Bäumen, die wachsen ja auch. Wir haben auch eine immense Kraft beim Wachsen, das heißt, es kann auch mal gut sein, dass so ein Baum dann einfach hier so das Holz wegdrückt und dann fällt auch mal ein Brett runter oder so. Und der dehnt sich ja auch aus. Das heißt, es ist schon in Ordnung, wenn der hier so reinwächst. Meine Begriffe schaut das sehr gut aus. Ich glaube, das passt ganz gut. Der kommt hier schön hoch. Können wir hier noch einen Ast nach vorne holen, so ein bisschen vielleicht. Den da so. Bisschen vor vielleicht, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann später, ob es passt oder nicht, wenn ich die Blätter mache. Das erste finde ich das mal ganz gut. Dann gehen wir hier rauf, dann wollen wir hier natürlich einen kleinen, dann mache ich jetzt mal einen Halbblock und dann lasse ich hier einen Ast rauskommen. Und jetzt kümmern wir uns mal dem hier hinten. Der hinten macht jetzt hier gleich, an der Stelle macht der gleich mal einen ganz netten Knick. Zack, zack. So habe ich mir das gedacht und dann kommt der hier hoch, der knickt noch weiter.
Aber ich möchte die Kante nicht verlieren im Haus. Die finde ich eigentlich recht hübsch und ansehnlich. Deswegen macht der Baum hier nochmal, geht der Ast hier auch noch ein Stück nach hinten raus. Hey, jetzt ärgere mich nicht. So. Auch gleich so machen vielleicht. Wow. Dann auch so. Nachdem die Äste weitestgehend fertig sind, kommt jetzt die Königsdisziplin und da brauchen wir den längsten Atem. Wir platzieren nämlich jetzt die Blätter. Damit ihr euch dann nicht fragt, wie hat der Grogu das gemacht? Warum schaut er so cool aus? Warum ging das so schnell bei ihm? Alles Irrtum. Ich mache jetzt mal ein paar Blätter mit euch. Man braucht einfach nur Geduld. Dann kriegt ihr das genauso, wenn nicht sogar besser hin wie ich. Und ich werde jetzt einfach mal hier anfangen, Blätter zu platzieren. Erstmal dicht am Stamm, dass ich mir so einzelne Knäuels zusammenbaue. Und dann werde ich immer wieder rausfahren und schauen, wie es wirkt und ob ich auf dem richtigen Weg bin. Genau, ihr seht schon, man tüftelt da schon ein bisschen hin. Und wichtig ist, dass ihr das dann auch von allen vier Seiten anschaut, weil es hilft euch nichts, wenn der Baum von einer Seite mega nice ausschaut. Und dann kommt einer zu eurer Base hin und schaut von der anderen Seite und denkt sich, was hat der denn für einen Schmarrn gebaut? Der Baum ist ja total verhunzt. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen von allen Seiten schauen. So. Es darf auch mal ein bisschen was nach unten hängen. Das schaut vielleicht auch ganz schön aus. Das ist zwar Feintuning, aber mir ist es gerade passiert. Deswegen kann ich es auch gleich mal ansprechen. So, ihr seht schon hier so ein bisschen was nach unten. Das schaut auch schon mal ganz, ganz nett aus. Das nimmt ja langsam Form an. So. Schauen wir von vorne nochmal hier. Hier zum Beispiel könnte man jetzt noch sich überlegen, ob man noch einen kleinen Ast rausgehen lässt. Zup, 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 zup. Dass der hier einfach so um die Ecke geht. Dass ich hier noch ein paar Blätter super platzieren kann. Muss man sich überlegen. Ich wollte das jetzt so. Ich hau's auch wieder weg, wenn es mir nachher nicht gefällt. Das ist tatsächlich jetzt ein Prozess, der wächst Stück für Stück. Das nimmt zu, wird besser, schlechter. Ihr seht, ich bin schon hier oben bei dem angekommen. Es geht eigentlich auch. Was ich jetzt machen werde, ich werde mir jetzt eine gute Musik auflegen und werde zur Musik genüsslich Blätter setzen. Und wir treffen uns einfach wieder, wenn ich der Meinung bin, dass es was Wichtiges zu sagen gibt oder oder ich fertig bin. Also, bis gleich. Ich glaube, es war gut, dass ihr nicht die ganze Zeit dabei wart, weil mein Gesinge hätte euch vielleicht ein bisschen von meinem Kanal abgeschreckt. Aber es war für mich jetzt sehr entspannend. Wie ihr seht, wir haben das Blätterwerk fertig. Und den nächsten Schritt, den wir jetzt gleich machen, wir werden eine kleine Aussichtsplattform oben auf den Baum bauen. Dafür picken wir uns einfach einen Punkt raus. Ich nehme hier den hier, platziere zwei Zäune. Eigentlich einen ganzen Block habe ich jetzt nicht zur Hand, deswegen mache ich hier die halben. So dass die Aussichtsplattform sollte quasi 3x3 groß sein. Könnte ich jetzt überlegen, ob ich hier noch einen und dann noch so einen Zaun haben wollte oder wie ihr das macht. Hier sieht man es eh nicht, da spielt es keine Rolle. Und jetzt gehen wir natürlich hier nach unten. Wir brauchen eine Stelle, an der wir eine Leiter platzieren. Dafür würde ich jetzt einfach mal die hier rauspicken. Ich hoffe, es ist nicht blöd, das sehen wir jetzt dann gleich. Wenn wir unten ankommen, ist gut. Wenn wir nicht unten ankommen, dann ist schlecht. Genau, also ihr seht, ich habe hier einen halben Block und eine Leiter. Das heißt, ich kann hier nach unten. Wenn ich nach oben gehe, komme ich über diese Kante raus und bin dann quasi oben auf meinem Baum und kann wirklich eine super Aussicht genießen. Ich persönlich finde immer, dass das, wenn ich schon so ein hohes Bauwerk habe, dann sollte ich auch die Höhe nutzen. So, wir sehen schon, hier ist jetzt eigentlich ein Holzblock. Den sollte ich nicht unbedingt löschen. Und wenn ich ihn lösche, dann sollte ich ihn ersetzen. Und hier ist noch einer. Also ich bin jetzt hier genau auf einem Ast rausgekommen. Ist nicht so dramatisch, ich ersetze die einfach. Nur, dass mir keine Blätter im Survival verschwinden, sollte ich wirklich darauf Acht geben. Wenn ich das kann, kann ich so eine Aussichtsplattform von Anfang an einplanen. Muss ehrlich sagen, ich hab mir das nicht zugetraut, deswegen habe ich es jetzt im Nachhinein reingesetzt. Aber es spielt keine Rolle, wir können ja hier ganz entspannt durch unseren Baum nach unten gehen. Wenn die Äste jetzt nicht mehr zusammenhängen, das interessiert jetzt wirklich keine Sau mehr. Weil man sieht es eh nicht. Genau. Jetzt gehen wir hier bis nach unten.
Wichtig ist, dass man... Das geht jetzt zum Beispiel noch nicht, leider. Das heißt, ihr müsst mir hier noch einen Block, zack, zack, einen dran bauen. Kannst auch bis ganz runter gehen lassen. Hier mit der Leiter schön raufkommen. Sich hüpfen, weil hier der halbe Block ist. Genau, und jetzt mache ich mir hier, schlage ich mir einen Weg nach unten, dass ich dann hier irgendwo in mein Haus reinkomme. Wie ihr seht, sind wir jetzt in unserem Baumhaus drinnen und ich werde euch jetzt nicht die ganze Inneneinrichtung zeigen, sondern nur die wichtigsten Punkte und den Rest mache ich wieder ohne euch. Und einer der wichtigen Punkte ist für meine Begriffe, wie komme ich nach oben, beziehungsweise ja, es gibt ein zweites Geschoss. Dafür ziehen wir einfach halbe Blöcke der Höhe ein. Und was ganz schön ist, was man hier auch in dem Bauwerk gut sieht, Baumhäuser waren nie besonders riesig, sondern die waren immer ein bisschen gedrungener. Das heißt, man ist hier schön in dem Häuschen, es ist nicht zu hoch, es ist nicht zu niedrig, es ist einfach perfekt. Jetzt zum Beispiel, weil ich gesagt habe, die Fenster hier hinten sind ziemlich überflüssig, können wir ohne Probleme unsere Leiter hier hinten hochgehen lassen. Genau, aber man kann die Fenster noch lassen, es ist irgendwie ganz hübsch, wenn man so nach draußen schaut und man sieht so durch die Blätter das Licht durchblinken, finde ich persönlich ganz gut. Jetzt ist noch die Überlegung, wie kommen wir nach oben raus? Und da können wir es uns eigentlich prinzipiell einfach machen, indem wir einfach mal einen Block rauslöschen und schauen, wo wir hier rauskommen. Wir kommen jetzt genau an der Stelle raus, wo wir eigentlich rauflaufen wollen. Es ist bei uns jetzt ein bisschen verzwickt, muss ich ehrlich zugeben. Es hätte schöner laufen können, aber wir machen das Beste draus. Wir können hier den Ast nicht wegmachen. Wir können eigentlich nur in diese Richtung gehen. Wir löschen uns hier die Blätter, dass wir dann hier schön nach oben können und können dann hier übers Dach nach oben laufen. So, es hat uns gut beschäftigt, aber jetzt ist es fertig, das Ding. Dann wollen wir mal reingehen. Ich habe hier Lampignon aufgehängt, auf der Rückseite auch ein Lampignon und der Eingang ist auch auf der Rückseite. Und wie ihr seht, mit diesen Holztüren passt es sich perfekt in den Stamm ein. Hier kommen wir rein und ihr werdet schon sehen, den Aufgang habe ich gleich mal als Lagerraum genutzt. Ist nicht der praktischste aller Lagerräume, weil sobald ihr hier irgendeine Truhe aufmacht, saust ihr wieder nach unten. Aber es ist dennoch gut genutzter Raum. Dann kommen wir hier oben raus. Ist alles so ein bisschen im Survival-Stil gehalten, also die Sachen sind eher nützlich als hübsch. Dann gibt es hier den kleinen Balkon hier vorne und den großen Balkon hier. Da habe ich einfach nur so eine kleine Regentonne gestellt. Kann man sich vorstellen, dass man da das Wasser sammelt zum Trinken. Und dann gibt es natürlich noch das Obergeschoss. Hier habe ich ein Bett eingebaut. Ein paar Bilder, das ist ganz nett. Und jetzt hier ist die Tür, die uns aufs Dach führt. Und da kommen wir dann zur Leiter, die uns bis ganz nach oben bringt. Damit es nachts auch hell ist, habe ich ins Blattwerk hier und da immer mal wieder ein paar Glowstone mit eingearbeitet. Das kann man super im Nachhinein machen, das ist überhaupt kein Aufwand. Gut, dann war es das mit unserem Haus, mit unserem Baumhaus und ich würde sagen, zurück ins Studio. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Das war's auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!